Ja, und wir schauen heute nach die Morchen, gell? Hallo. Genau, hallo, kleiner Spatz, genau. Ja, am Montag auf Nacht, bei strahlendem Wetter, heute ist wieder strahlendes Wetter, habe ich Morcheln entdeckt. Und die sind da vorne am Hang. Habe ich euch neulich schon ungefähr mal so gezeigt. Und habe meine Kinder dabei, so wie es gedacht war. Klappt auch zum Glück heute. Und jetzt schauen wir einfach mal, was aus denen seit Montag geworden ist. Und ob es hoffentlich noch erstens da sind und zweitens natürlich noch gewachsen sind. Sind wir gespannt. Ja, Stelle Nummer 1, zumindest vom Montag, und genau an dem Fleck, ich habe noch mein Video nachgeschaut, war am Montag eine Morchel gestanden, heute keine Morchel mehr. Und auch an den anderen Flecken nichts zu sehen. Ja, nicht schade, ist einfach so. Jetzt gehen wir einfach ein paar Schritte weiter zum nächsten Fleck. Ja, den interessiert's. Stelle Nummer 2, vor dem Stock auch nichts mehr. Dafür wächst da unten ein Mini-Pilzchen raus, was auch immer das genau ist. Aber hier war letztendlich auch genau eine Morchel. Ja, und ihr kennt vielleicht noch meine Markierung, diesen Pfosten da hinten. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch den Beweis, da war die Riesenmorchel gestanden. Und die ist jetzt weg. Auch die ganzen kleinen da oben möchten wir vielleicht noch ein paar, ja, da sind vertrocknete. Aber ihr wisst es vielleicht noch, da waren einige da gestanden in unterschiedlichem Alter, auch alle weg. Kann man nichts machen. Ob jetzt die von Sammlern weg sind oder auch von Schnecken, weil es waren doch viele kleine dabei. Ich glaube kaum, dass das ein Sammler in dem Sinne jetzt auch mitnimmt. Es sind zwar ein paar Tage vergangen, seit Montag, heute ist Freitag. Dazwischen hat es mal geregnet, da waren sicherlich die Schnecken auch sehr, sehr aktiv hier draußen. Aber ja, man kann es nicht sagen. Ich hätte es auch nicht anders gemacht. Also die eine große Morchel vom Montag, ja, wo ich gerade die Reste unten am Boden noch gefunden habe, die wäre zum Mitnehmen gewesen. Alle anderen, sage ich ganz offen und ehrlich, hätte ich genauso stehen lassen. Auch wenn ich gewusst hätte, dass sie heute weg sind, ich hätte es einfach stehen lassen. Macht nichts, nutzt nichts. Gehen wir einfach ein paar Schritte weiter. Vielleicht finden wir noch woanders welche. Ja, dann müssen wir doch wieder ein bisschen versteckter suchen, weil da oben der Weg ist natürlich, das kann in Anführungsstrichen jeder normale Spaziergänger stolpert da oben, wenn er da geht, wo ich gegangen bin, einfach über die Morcheln, das ist so. Und vielleicht habe ich auch am Montag da mit den Fußballern den Fehler gemacht, dass doch irgendeiner mit dem Auge zu mir rübergeschaut hat, was macht der Idiot da hinten? Morcheln suchen, okay, vielleicht weißt du das, da sind die auch weg. Andersrum, da vorne an der Stelle, wo wir gerade waren, wirklich dann eine Babymorchel, die vom Montag da war, die war so klein und vertrocknet, verschrumpft, obwohl es am Mittwoch bei uns noch mal stark geregnet gehabt hat. Aber kann alles sein, ist einfach so. Aber Morcheln sind für alle da und wir suchen jetzt einfach da noch ein bisschen weiter. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Sträucher rein. Vor mir ist wieder ein bisschen so ein Mischmasch aus Bärlauch und die restlichen Buschwindröschen. Ja, einfach, dass immer Morcheln halt sind, die nicht so offensichtlich rumstehen. Dann haben wir auch vielleicht heute nochmal die Chance, um ein paar schöne Funde zu machen. Das ist ein schöner Strauß Bärlauch. Genauso schön wie Morcheln finden, die Kinder beim Wasserspielen zu schauen. Thank you.
merkt ihr eigentlich auch diese Magie momentan im Wald? Was meine ich denn damit? Also Magie in dem Sinn, es fängt jetzt ja alles schön zum Blühen an. Also das ist ja dieses Momentum von gar nichts, bis eben dann alles schön grün und blüht. Es fangen jetzt alle Bäume mehr oder weniger an, richtig voll auszutreiben. Und das ist schon so eine ganz spezielle Phase momentan im Wald und auch selbst in Parks, wo man einfach rumgeht und dann mal ein bisschen einfach weniger nach unten zu den Pilzen, mal ein bisschen nach oben schaut. Es ist schon eine, ja, ich sag's nur mal, ein sehr magisches Momentum aktuell und einfach nur schön zum Beobachten. Kann ich nur jedem mal empfehlen, einfach mal in Ruhe mal da sitzen und mal die Bäume so anschauen, wie die jetzt gerade wirklich so frisch austreiben. Das ist einfach eine, ja, ganz eine tolle Sache. Durch jetzt, ja. Von der Borke. So, Moment, drehe ich mich mal rum. Ja, das ist jetzt auch für mich irgendwie momentan so, oh, der Moment der Wahrheit. Warum? Moment der Wahrheit, hä? Ja, also, wir kennen alle unsere Bäume vom Winter, ohne Blatt. Ohne Früchte, ohne Blüten, ohne irgendwas. Und wir haben uns da, oder ich spreche für mich, anhand der Borke natürlich orientiert und diversen anderen Merkmalen. Aber was jetzt wirklich rauskommt aus dem Baum, zum Beispiel der da hinter mir, sieht man jetzt erst anhand der frischen Blätter und Triebe. Und dann kriegt man Klarheit oder auch die Wahrheit, was wirklich das hier für Bäume sind. War es wirklich eine Esche? War es eine Ulme? War es eine Linde? War es eine, was weiß ich, Weide, Birke? Eine Eiche, alles mit so einer, ja, längsrilligen, borkigen Rinde. Und in dem Fall, jetzt habe ich zumindest mal den Baum über mir, wo ich relativ nah an die Blätter rankomme. Und da können wir uns mal ganz kurz mal schnell selber testen. Diese Rinde, nach oben verfolgt. Ja, wer eine Vermutung hat, darf sie mal kurz für sich behalten. Da haben wir jetzt die Blätter dazu und was sehen wir hier? Oh, nein, keine Esche. Es dürfte eine Linde sein, zumindest nach meinen Blattkenntnissen. Man könnte natürlich meinen, zumindest so als Halbleihe, wenn man jetzt kein richtiger, ja, Baumkenner ist, das könnte hier in der Au ganz klar Esche. Nein, in dem Fall ist es eine Linde. Und so geht es momentan bei vielen Bäumen so, wo man wirklich so meint, so, ah, was ist denn das? Ja, Esche, Esche, Esche. Nein, ich gebe es zu, bei ein paar Bäumen, die ich jetzt hier so im Winter beobachtet habe, war ich mir fast oder ziemlich sicher, Esche, Esche, nein. In dem Fall über mir eine Linde. Bei ein paar anderen Bäumen bin ich schon beim Ahorn drüber gestolpert, der jetzt austreibt, der auch ähnliche Borke hat. Und so kann sich jeder mal selber mal ein bisschen, ja, ein Bild machen momentan von seinen vielleicht unbekannten Habitaten eher. Also wo er natürlich schon länger hingeht und weiß, okay, das ist jetzt hier Esche, da ist ein Ahorn, da ist eine Ulme, da ist eine Weide, da ist das schon klar. Aber in frischen Habitaten, wo man sich jetzt über den Winter zum Beispiel das erste Mal jetzt hineinbegeben hat und vermutet hat und jetzt im Frühjahr, bevor die Blätter jetzt eben rauskommen, kann man jetzt einfach mal selber schauen, was bist du eigentlich wirklich gewesen. Ja, fast schon das einzig Vernünftige. Also jetzt haben wir schon wieder, ja, Mitte April haben wir schon gehabt. Über 20 Grad, gefühlt ist in der Sonne 25 Grad schon wieder total. Also ich bin jetzt also, oh, mal kurz entblößt. Die Kinder vergnügen sich ein bisschen am Wasser. Und ja, ich schaue dabei jetzt mal da hinten ein bisschen in die Bäume rein, was da so zu entdecken gibt. Ja, also der Bereich ist, ja, wusste ich schon, sehr, sehr buchenlastig, auch viele Fichten. Oberhalb da am Hang ist es dann oben fast schon wieder ein reiner Nadel- und Fichtenwald. Und da unten, ja, in dem Bereich tatsächlich sehr, sehr
ja, buchenlastig. Und auch wenn unten am Boden jetzt dann Haufen ganz frische Ahorntriebe rauskommen, kann ich euch mal kurz zeigen. Ihr kennt es eindeutig an den Blättern, da auch junge Buchentriebe. Und vom, ja, wie sagt man, Niveau, Habitat her, wird da vorne dann erst ein bisschen anderweitig gemischt werden. Morcheln? Nö, okay. Schade, hab mich jetzt echt, hab mich drauf gefreut, ganz offen und ehrlich so, dass die jetzt nicht mehr da sind. Ist natürlich heute schade, vor allem weil ich eben die Kinder dabei habe. Aber bei nutzt nichts, die sind aber auch so happy, die spielen gerade unten am Fluss, alles gut. Ein paar Gedanken noch dazu, ganz kurz. Also so schnell kann es gehen, also nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort und schon geht man durch ein Habitat und wähnt es als nicht morchelig. Am Montag war alles voll, nein, überspitzt gesagt, war viel los. Heute, selbe Stelle, selber Ort, nichts mehr. Und da geht man durch, denkt man, okay, gibt es keine Morcheln, gibt es keine Morcheln, gibt es keine Morcheln. Und so kann es natürlich relativ nah an der, nehmen wir es mal, Zivilisation schon sein, dass natürlich viele spazieren gehen und jeder, der halbwegs eine Morchel kennt, wird sich bücken und die pflücken. Ist einfach so. Heißt im Umkehrschluss, ja, vielleicht wieder mal da hinfahren, wo wenig Spaziergänger sind, zur jetzigen, ja, Hauptsaison oder Hochsaison bei mir in der Region anscheinend. Aber das macht nichts. Wie gesagt, Erkenntnisse und Erfahrungen nehmen wir jedes Mal mit. Und das ist auch das Schöne am Pilzesuchen oder auch an sämtlichsten Naturbeobachtungen. Jedes Mal ist anders. Es gibt kein Gleich ist gleich, sondern wir entwickeln uns immer schön weiter. Und zum Thema Bäume, ja, entwickeln wir uns natürlich auch weiter, was wirklich das Erkennen betrifft. Und da überlege ich mal, ob ich da vielleicht sogar eine kleine, ja, ergänzende Videoreihe mache, so ein bisschen Baumologie, nehmen wir es mal so. Mal schauen, bin ich selber in Anführungsstrichen jetzt noch nicht ganz klar dafür, aber möglich ist alles. Tja, und Badespaß auch vorbei. Jetzt gehen wir langsam wieder nach Hause. Mache aber noch ein kleiner Schlenkerer tatsächlich bei mir hinten rum ins Autorado. Und ich schaue jetzt mal, ob ich die Stellen nochmal finde, wo ich die Morcheln habe stehen lassen, ob die zumindest noch da stehen oder ob die auch, gut, die eine war schon von Schnecken attackiert, die zweite, schauen wir mal, bin jetzt selber gespannt. Die erste Morchel vorne, die Stelle, die ist weg, das war klar, da war die Schnecke sowas von voll drauf und da werden wahrscheinlich andere Schnecken mitgemacht haben. Aber die zweite Morchel, die steht tatsächlich noch vor mir und die schauen wir uns mal genauer an. Da haben wir das gute Stück. Ja, die ist ja noch mal ein bisschen größer geworden. Etwas trocken, da unten ein bisschen angelaufen. Aber an sich hat die eigentlich noch einen relativ, ja, starken Fuß unten dran. Die nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil es heute so schön ist. Jawohl. Ja, die hat nur ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Trockenschaden ist. Aber auf jeden Fall ist das eine schöne, große Speisemachel und zum Glück, muss ich schon wirklich sagen, bin ich froh, dass wir die heute noch gefunden haben. Da, schau her, eine haben wir noch gefunden. Eine riesengroße! Da, schau mal her. Wow. Muss ich da mal halten? Da ist ja eine ganze Handvoll. Genau. Schaut so mal. Oh, ich wollte den. Nein. Papa, hier ist reingefressen. Ja, die stecken irgendwie gern. Wow, sind das riesen Dinger. Heute ist mal nebeneinander. Da, der da. Mei, haben wir ein Glück jetzt doch noch am Schluss. Ja. Jetzt sagt's mal. Ja, zwei nur riesengroße Morcheln. Jetzt müssen wir fast noch ein bisschen genauer schauen. Jetzt sind wir am Schluss doch noch belohnt worden mit wunderbaren Speisemorcheln. Ja, super Dinger, super Speisemorcheln. Du hast es gesehen, oder? Ich hab sie. Müssen wir noch mal, ich hab sie da vorne gesehen. Dann ich hab sie erst gesehen. Ein bisschen genauer schauen, als du ja. Gesagt, die wachsen da am Hang auf. Ja, müssen wir nochmal schauen. Da hinten ist alles ein Blätterhaufen. Den schauen wir uns auch noch kurz an. Papa, schau mal hier hoch. Du auch noch? Wow. Rumpeteln. Tatsächlich. Rumpeteln. Nee. Lang bis unten in die Blätter rein. Bis runter reingreifen. Bis zum Boden verfolgen.
Ja, jetzt wachsen die da am Hang. Fantastisch. Genau, heute mal starten. Oder gib mir mal kurz. Ja, die ist klein und fein. Sehr schön, auch wieder mit Loch. Da war ja auch da schon jemand drin gewohnt anscheinend. Ja, da haben wir eine riesige Speisemachel, aber tatsächlich, die ist schimmelig. Die müssen wir unbedingt da lassen, die sind nichts mehr zum Essen. Und die Morcheln nach der Zielgerade. Ja gut, die eine war aber definitiv schimmelig und sowas unbedingt im Wald lassen. Also selbst wenn es so groß und so riesig ist, aber einfach da lassen das Ganze. Ja, wir schauen jetzt noch ein paar Meter einfach da und dann ist aber wirklich Zeit zum Heimgehen. So, geschafft. Wieder aus dem Dickicht heraus. Ja, mega cool, dass wir echt am Schluss nochmal, so kurz vor knapp, muss man schon ehrlich sagen, tatsächlich nochmal schöne, was haben wir jetzt insgesamt, 4 Speisemorcheln, relativ große, gefunden haben. Die Kinder hatten auch ihr Erlebnis, das war jetzt einmal ganz, ganz wichtig, sage ich jetzt einmal. Und ja, an der Stelle sind wir schon wieder beim Ende der heutigen Pilztour. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!